Ach, und das ist wieder so eine Ecke, wo das nicht geht. Und so. Guck mal. Ja. Mit einem halben. Schauen wir mal. Oder fällt das so sehr auf? Kann ich hier jedenfalls einen draufsetzen. Ja, Das ist perfekt. gut. Okay. Gut Ja. geschummelt. Genau. Dann haben wir das Türmchen fertig. Schön. Leckers. Die da außen drauf. Ja, das stimmt so. Die sind da außen drauf, die Zinnen. Ne? Vollkommen richtig. So, und dann ist an der Seite nach außen eine Tür. Hihihihi. Nämlich hier. Hier irgendwo. Okay. Ja, mal da gemacht. Nee. Warte, soll ich dir mal hier so einen Stein hinmachen? Schnauze da oben. Ja, so passt das. Ne? Dann mache ich den auch noch. So wie hier. Höher, ne? Warte mal, wie ist das hier? Eins höher. Ja. Oh, der ist irgendwo reingekracht. Wollen wir mal schlafen? Ja, können wir gerne machen. Bei Gewitter kann man ja schlafen. Immer wie Gewitter. Ja. Das ist gut. Ich will kein Gewitter. Bäh. So, Türmchen. Ja. Dann haben wir hier jetzt aber dann das Holzgeraffel an der Backe. Können wir ja uns erstmal sparen. Ja, ne? So. Und da, wo du jetzt stehst, wäre der erste Turm. Der erste Turm vom Haupteingang, ne? Also Ja. vom, ja, ich nenne es jetzt mal Haupteingang. Ja, da müssen wir hier diese Mauern hier müssen dann aber ersetzt werden durch alles Mögliche. Können wir ja quasi ja so wie hier so fortsetzen, ne? Ich hole mal Ja. meine Effi, meine Behutsamkeit mal raus. Genau. Da muss Wand hin. Okay.
Wo habe ich denn? Das habe ich irgendwie. Ja. Der Hof davor. Jetzt sag nicht, wir haben was falsch gemacht. Müssen wir dann. Ja, der Hof hier vor ist genauso, genau. Richtig. Geht dann. Ne? Haben wir was falsch gemacht? Ich überlege, wie weit diese Ebene hier, auf der wir jetzt hier laufen, wie weit die geht. Da sind hier auf jeden Fall keine Treppen. Die sind irgendwie hier. Das müsste doch noch weg. Hast du ein Bild, wo du den Haupteingang so ein bisschen sehen kannst? Ja. Warte. Das denn richtig, wie wir das hier haben? Ja, die Treppe Ach sind ja, mit das dem. ist richtig. Die Treppen schließen mit dem Turm ab, Ne? richtig. Und da geht's rauf. Okay, und der Eingang ist dann hier hinten. Okay, gut. Das haben wir doch richtig, ne? Ja. Ist dann nur. Hier muss dann was weg, ne? Oder meine ich Ja. das nur? Nee. Hey, warte mal. Glaub, das muss nicht weg. Ich glaube, das kann höchstens hier diese drei. Wir können die Treppe noch eins reinsetzen. Weißt du, was ich meine? Noch eins hier nach hinten. Das können wir machen, das ist ja. Ist ja kein Problem. So, das heißt. Wie breit hatten wir die? Ja, ich war auch zu schnell. Hier? Ja. Vier. Ja, mehr, oder? Ja, vier. Fünf. Ich mach mal fünf. Ist ja schön breit. Ich glaube, fünf geht besser. Okay. Und eins nach hinten ist auch besser. Das ist okay so. Gut.
Dann ab hier. Denn nicht größer sein? Durch nur drei? Ja. Sieht das aus? Ja, und drei haben wir die gemacht immer, ne? Ja, drei. Ah, okay. Gut. Gebäudewand dann. Okay. Ich glaube, so geht's. Okay, ich will ja nicht meckern, aber mein Inventar ist wieder pickepacke voll. Ja. Ja, meins auch. So, und irgendwo müssen wir hier Türen reinmachen. Hatten wir ursprünglich auch mal so gemacht. Okay. Mhm.
Beispiel, meine Oma und mein Opa ist Fritz gehabt. Meine Oma und mein Opa ist gestorben und dann bin ich früher, habe ich traurig gehabt. Und ja, ich habe nur ein Opa. Steffi, ist nicht schlimm, wenn ich das schreibe. Also, du hast bestimmt zwei Opas, Rukia. Aber vielleicht hast du keinen Kontakt zu einem Opa. Ja, ein Opa von mir ist ja auch früh gestorben. Der ist auch schon ganz lange tot. So. Denn. Diese Türme haben irgendwo oben drin auch Schießscharten. Ja. So ein paar. Das stimmt. Aber ansonsten gehen sie ganz geradenwegs hoch. Akon, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, wir sind tatsächlich hier fleißig am Bauen. Das stellenweise ein bisschen verwirrt. Verbauen uns das Übliche, nicht genug Material am Mann. Einmal wie immer. Genau. Ja, nee, wir haben jetzt hier hinten, haben wir heute schon einen Turm hier hochgezogen, den kleineren. Haben ja die Mauer hier gezogen. Ja, jetzt sind wir dabei, hier den Turm hochzuziehen. Ja. Kommt manchmal so ein bisschen ins Huddeln, aber ich glaube, das passt schon. Ja, wenn man einmal wieder drin ist, geht's ja auch. Aber bis man drin ist? Ja. Die Bäume da an der Wand finde ich cool. Ja, die finde ich auch cool. Ich kann ja mal gucken, ob ich das einblenden kann. Also so sieht das hier bei uns aus. Und so sieht das tatsächlich beim Witcher aus, ne? Das sind die Bäume hier. Die drei. Hier ist noch einer. Ach, ich höre den Händler, den man jetzt hier gerade sieht. Na, das hier ist Yennefers Turm, wo ich mir gerade mit der Maus bin. Und den Turm hier, den bauen wir jetzt gerade hoch. Da sind wir gerade dran. Und das ist hier der kleinere Turm, den wir gerade davor gebaut haben. Ja. Und ich Die fand das. Wand. Entschuldigung. Alles gut. Und ich fand das echt cool mit den Bäumen da an der Wand. Und dann habe ich gedacht, beim letzten Mal, dann machst du das auch. Na, und jetzt sind wir halt hier gerade dran.
Das hier ist die Treppe. Es ist halt immer schwierig von der Relation her, ne? In Minecraft hast du halt einmal ein Meter Blöcke. Ist hier natürlich von der Relation her komplett anders, ne? Aber ich glaube, das wird schon ganz cool. Ne? Das sind hier dann die Bäume. Das da ist hier eine Fassturm. Ihr müsst höher bauen, ja. Bin dabei. Ne? Ich kann ja mal kurz in den Game Mod gehen. Dann siehst du mal, was wir noch vorhaben. Ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das muss ja noch alles richtig gemacht werden, schöner gemacht werden. Ja. So ein bisschen wohnlich. Ein bisschen, ja. So ein bisschen wohnlich, obwohl da auch noch keine Möbel drin sind, ist hier eine Fassturm. Weil ja schon Fenster drin sind und mit der Terrasse und so. Ja. Ist nicht ganz leicht, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Was mache ich denn hier? So. Okay. Ach, habe ich ja noch gar nicht erzählt, ne? Mein Chef, ich bin ja 2 Wochen, da kann ich nicht. Am 18. Da bin ich auf dem Rammstein-Konzert, ne? Aha. Und mein Chef, der kann nicht mit, der muss nach Bad Kissingen zur Offroad-Messe, ne? Weil wir da einen Stand haben. Jetzt hatte der ja eigentlich ein Ticket, ne? Und jetzt fahre ich ja mit seinem Schwager, der hatte ja auch, ne? Für den hatte ich ja damals auch Tickets besorgt, ne? Und jetzt wollte der Schwager, dass seine Frau mitkommt. Habe ich das freigeschaltet und so, ne? Dass nur Privatleute von mir das dann kaufen können. Fand ich zu Ja. teuer. Wo ich mal dachte, Leute, ihr habt ein Ticket zu Hause, ihr wisst, wie teuer so ein Ticket ist, ne? Naja, und dann sage ich heute so zur Mama, ich sage ja, ich werde gleich mal Marco anrufen. Ich sage, vielleicht hat der ja Bock, dann mitzukommen, ne? Zum Rammstein-Konzert. Ja, weißt du, wer jetzt mitkommt? Mama. Ja, schön. Ja, die hat sich echt ein Ticket gekauft. Hat sie gemacht. Na, siehst du. Ja, bin ich ja mal gespannt. Mir ist sowas Kann. immer zu voll. Ich bin nicht so ein kann das nicht, weißt du? Wir Wenn haben ja Sitzplatz. Dann geht das dann ja. geht das, ja. Könnte ich auch nicht vorne bei der Menschenmenge. Da würde ich auch wahnsinnig werden. Ja. Da würde ich auch echt total wahnsinnig werden. Aber jetzt, wenn so, jetzt mit Sitzplatz und so, ist das eigentlich gechillt. Ja, da geht's. Ja. Da war ich echt total erstaunt drüber, als Mama sagte, ja, dann komme ich mit. Ja. Musste Crowdsurfen, obendrauf ist doch cool. Ja. Sitzplatz, ja. Ich habe immer bisher auf allen Rammstein-Konzerten oder so immer Sitzplatz gehabt. Ich kann das nicht haben in der ganzen Menschenmenge. Da würde ich Panik schieben. Dieses Rumgedränge und Rumgeschubse könnte ich nicht.
So, was machen wir dann hier an der Stelle? Da trifft das Gebäude auf den Turm. Nochmal. An der Stelle hier, wo ich jetzt gerade stehe, trifft Ja. das Gebäude auf den Turm hier, auf den Jennifer-Turm. Was passiert an der Stelle? Ich war noch nie auf einem Konzert mit Sitzen. Krass. Ich war vor ein paar Jahren, war ich auf einem Pink Floyd-Konzert. Da war selbst vorne, wo normalerweise die Menschen turmen, waren da Sitzplätze und da haben wir auch gesessen, ganz vorne. So, dann gucken wir mal auf einem Bild, was damit passiert mit dem Übergang, ob ich da irgendwas finde. Nee, falsche Seite. Das ist jetzt alles der Eingang. Nee, natürlich nicht. Nee, hallo. So, wo könnte man das denn gut sehen mit dem Übergang? Hier? Nee, hier irgendwie gar nicht. Okay, warum sollst du Akon nicht Hallo sagen dürfen? Ja, da schwimmt gerade kein Bild. Aber wir hatten doch ein Bild. Ah, hier. Doch, ich hab ein Bild. So. Da klebt das Hauptgebäude am Turm dran, denke ich mal. Zweieinhalb Jahre und ich habe ab 250 Pence aufgehört zu zählen, war fast immer vorne dabei. Krass. Allein schon die Kohle, ey. Ich wollte erstmal dir Bescheid sagen, wenn ich darf, alles fragen und zu so schreiben. Rukia, du musst nicht fragen, ob du jemanden Hallo schreiben darfst. Wo gibt's denn sowas? Wo ist denn überhaupt hier der Händler? Wo hörst du den Da! denn? Ach, ich hab ihn. Ach, da hinten bist du. Was hat er denn so im Angebot? Packeis, türkiser Farbstoff, Porzellansternchen, Moosblock. Moosblock könnte doch interessant sein, oder? Ja. Wo haben wir denn die? Haben wir die denn hingetan, die Smaragde? In irgendeiner Kiste sind noch welche, aber im Prinzip sind die natürlich vorne. Da musst du doch nicht fragen, Steffi. Ja, wenn doch jemand einem Hallo sagen möchte, dann muss man doch nicht für fragen. Das ist eigentlich für mich selbstverständlich, dass man jemanden die Tageszeit sagt.